Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir holen gerade unsere Niesländer aus dem Stall und ihr werdet gleich erfahren, warum wir das Ganze machen. Wir sind hier beim Silver Clay Championat und unsere heutige Challenge besteht darin, das Championat im Tölt zu reiten. Und oh mein Gott, ich habe das noch nie probiert. Wir werden heute die Tölt Challenge machen, ein Championat im Tölt. Und ja, ich bin extrem gespannt, wie weit wir kommen und ob wir es schaffen, nicht den letzten Platz zu belegen. Ich glaube, das ist ein realistisches Ziel für heute. Ich habe dazu meinen Isländer, Northwind, der ist auf Level 15. Und ich glaube, ja, die Werte von den Sachen sind so lala. Die hätten noch zwei mehr gebraucht, aber ich glaube, es liegt am Sattel. Weil der Sattel, doch, nee, der Sattel hat drei. Ah, wir haben die Hufeisen nicht drauf. Aber ansonsten, auch der Reiter hat Reiten auf 45. Das heißt, wir haben echt gute Ausrüstung. Außer eben die Hufeisen, die ich irgendwo verschlampert habe. Und ja, Tölt ist halt wirklich sehr langsam. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht fehlt irgendjemand. Dann würde ich sagen, warten wir, bis die Championatsgruppen eingeteilt werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Wettbewerbsgruppen werden gerade erstellt. Und wir sind, naja, wer hätte es gedacht, in Wettbewerbsgruppe 1. Wir starten auch gleich mit der Challenge. Ich bin übelst gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen oder ob wir vielleicht auch disqualifiziert werden. Viele haben diese Challenge schon probiert, aber ich habe mir ehrlich gesagt die Videos von den Challenges nie zu Ende angeguckt. Deshalb habe ich auch gar keine Ahnung, wie ich meine Chancen einschätzen kann. Wettbewerbsgruppe 1 hat den Vorteil, dass man nicht lange warten muss, bis es zum Championat losgeht. Aber ansonsten gibt's da keine Vorteile für mich, denke ich. Man hat echt sehr gute Gegner, sag ich mal. 17 Sekunden, wir machen uns bereit. Okay, bin ganz gespannt. Wie tötet man nochmal? Ich glaube auf Shift, oder? Leute, kommt auf Shift. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind so cool. Es geht los. Mist! Ah! Oh Gott! Leute! Wo sollen wir denn da vorbeigehen? Wir müssen komplett außen rum reiten. Diese großen Fähnchen finde ich übrigens echt gut. Kann ich nämlich nicht übersehen. Das ist echt gut. Wir sind 16. Wow, wir waren am Anfang voll weit vorne. Aber jetzt sieht es nicht mehr so gut aus für uns. 15. Ja, guck mal, die sind alle schon um die Ecke. Wie sollen wir denn jemals ins Ziel kommen im Tölt? So ein Mist. Wir müssen dort lang. Okay. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ja, sie überholt uns. Ciao. Ah, scheiße, wir müssen außen rum. Ich bin total unter Anspannung, weil das ist Championat. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Nee, doch, wir schaffen es. Wir müssen positiv eingestellt bleiben. Hier vorbei. Okay. Leute, guckt mal bitte, wie langsam wir sind. Wie kann man ein Championat nur im Tölt reiten? Wie kam ich auf die Idee? Ach ja, ihr kamt auf die Idee und habt mir das in die Kommentare geschrieben zu meinem Story-Beitrag. Leute, das könnte knapp werden. Ah, wie soll ich denn da durchkommen? Mist. Okay, es sieht irgendwie so aus, als... Scheiße, wir müssen doch da durch! Können wir die Abkürzung benutzen? Oh, erste Person ist schon im Ziel. Wie sollen wir denn jemals das hinbekommen? Okay, Leute. Wir müssen glauben. Wir müssen an uns glauben. Wir müssen jetzt hier an der Seite hoch, damit wir überhaupt durch das Fähnchen kommen. Oh je, wir haben nur noch 1:01. Alle sind schon im Ziel. 55 Sekunden. Ob wir das schaffen? Es sieht schlecht aus, aber man kann auch Hoffnung haben, Leute. Nein! Ich dachte, der kommt nicht so weit an die Ecke. Wir kämpfen bis zur letzten Sekunde.
Leute, wir kämpfen bis zur letzten Sekunde. Schön an Rand, an Rand, an Rand. Okay. Ich will dir jetzt nichts sagen, wir haben noch 18 Sekunden. Mist. Wir sind wenigstens bei den Kühen. Ah, komm, da muss man durch können. Nein, da ist doch Platz dazwischen. Leute, nein. Nein. Okay, was soll ich dazu sagen? Wir haben es nicht hinbekommen. Wir sind aber nicht letzter, weil jemand disqualifiziert wurde. Leute, es ist so dumm. Aber wir haben es durch jedes Fähnchen geschafft. Ich meine, man muss sich auch manchmal mit Kleinigkeiten zufrieden geben, oder? Oh mein Gott, das war so schlecht. Habt ihr es jemals geschafft, ein Championat im Trail zu reiten? Und gibt es vielleicht manche Championate, die dafür besser geeignet sind? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Trotzdem natürlich Glückwünsche an die anderen. Einen großen herzlichen Glückwunsch an die Mira Kinghope, an die Luna Raven Sister, an die Sabina Eaststar, an die Ivana Opalwater, an die Anna Ravencrest, die Johanna Cloudson, Lucia Starflight, Sarah Discofire, Layla Pineforce, Zoe Highlord, Louisa Grace Street, Fabiana Strawberry Water war vorhin auch dabei, Clara Scheidon, Dawn, keine Ahnung, Eleni North Blanket, an mich, ich wollte gerade mich selber vorlesen, und an die Stephanie Frog Dodger. Stephanie, nächstes Mal wird es bestimmt besser. Wir töten natürlich jetzt auch weiter. Leute, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir das wenigstens ins Ziel schaffen, aber anscheinend hat es nicht geklappt. Dementsprechend können wir auch keine schönen, wie heißt das? Keine Belohnung abholen. Und mal ganz ehrlich, es war echt schwierig im Turtle das Championat zu reiten, weil man einfach so viel langsamer war wie die anderen. Und deshalb finde ich so die Challenge so ein bisschen unmöglich. Wie soll man das sagen? Aber gut. Okay, was will ich machen? Ich wollte noch ganz kurz gucken, wie bei den Isländern die Frisuren aussehen. Da ich muss sagen, ich wollte meinem Isländer vielleicht Zöpfchen machen. Weil ich finde, das sieht so, weiß nicht, so basic aus. Das sieht komisch aus, guck mal. So, als hätte der keinen Hals. Das sieht auch nicht gut aus. Aber die Zöpfchen finde ich irgendwie niedlich. Leute, das ist echt schwierig. Die kurze Mähne sieht, okay, sie sieht echt komisch aus. Guckt mal. Das passt nicht zu so einem dicken Hals. Ich würde sagen, ihr werdet darüber entscheiden. Ich werde oben einen i-Punkt machen und ihr müsst da, weil viele immer fragen, wie das geht, einfach nur auf den i-Punkt klicken und da wird dann stehen, welche Frisur soll ich meinem Pferd machen oder einfach welche Frisur. Und da könnt ihr dann zeigen, bei der alten bleiben, also die normale, die hier, oder soll ich die Zöpfchen ausprobieren. Und da würde ich euch zum Pferdefriseur und anschließenden Bilder machen mitnehmen, wenn wir uns für die Frisur entscheiden. Und falls nicht, bleiben wir bei der alten und dann wird das halt so wie beim Alten bleiben. Deshalb freue ich mich, wenn ihr abstimmt, denn dann gibt es vielleicht Veränderungen. Nochmal kurz von allen Seiten. Es sieht echt nicht so schlecht aus. Irgendwie ist es niedlich. Leute, es ist echt niedlich irgendwie. An der Stelle machen wir noch kurz ein Bild für das Thumbnail. Aber mal ehrlich, die Challenge war doch nicht zu schaffen. Hat das jemals jemand geschafft? Bin ich einfach nur unfähig? Man weiß es nicht. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr das geschafft habt jemals. Ob ihr das geschafft habt. Deutsch ist schon wieder komplett am Zerstören. Dann machen wir auch hier ein tolles Bild. Perfekt. Sieht wunderschön aus. Wir haben gerade diesen Hochmoment erwischt, wo unser Pferd ansetzt zu einem neuen Tölsprung. Sieht immer besonders toll aus. Also das hat sich jetzt ironisch angehört, aber es war wirklich nicht ironisch. Und dann wird das ein mega, mega cooles Thumbnail. Ich mache es aber immer so, dass ich mehrere Thumbnails aufnehme, weil ich habe immer das Gefühl, das ist nicht das ist, was ich will. Und erst am Ende kann ich mich dann so richtig entscheiden.
Mein Gott, das sieht ja so süß aus. Das sieht ja noch süßer aus, Leute. Guckt mal bitte, wie das knuffig ist. Oh, guckt mal den Blick von meinem Pferd. Es sieht so süß aus. Leute, ich glaube, das wird es. Ich glaube, das wird es. Oh, hier sind noch ein paar Leute. Hey. Bin gerade nicht im Chat. Sorry. Also, wenn ich euch nicht schreibe, dann liegt es daran, dass ich ein Video aufnehme und da kann ich einfach nicht in den Chat gucken, weil das, ich habe kein Multitasking. Es tut mir wirklich leid, aber mein Multitasking ist wirklich nicht vorhanden. So viel dazu. So, okay, wir werden jetzt noch ein Bild machen ohne Pferd, okay, auch kein Problem. Wir werden jetzt noch ein Bild machen und dann, ja, schreibt mir die nächsten Wünsche für Challenges gerne in die Kommentare. Macht's gut und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal wieder. Tschüss, Leute.